Ja, und damit sage ich wieder Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Force of Nature. Ihr seht es ja gerade hier unten durchlaufen. Es ist einiges fertig geworden in der Zwischenzeit. Ich habe mal eine kleine Bestandsaufnahme gemacht, was wir noch so alles brauchen. Unser Engpass momentan sind ganz eindeutig die Eier, also da müssen wir schauen, dass wir dranbleiben. Honig fehlt auch noch. Ein ganzes Stück. Und ich sollte mich auf jeden Fall auch nochmal aufmachen. Und Sonnenblumen sammeln holen. Halt. Kaffee braucht man natürlich auch noch. Nicht mehr viel, aber es reicht noch nicht. Und wenn der Kaffee zu weit durch ist, braucht man auch noch Weizen, denn das Mehl reicht auch bei Weitem noch nicht. Auch wenn wir hier schon wieder Nachschub in Auftrag gegeben haben. Mehl läuft, Butter läuft. Dann haben wir ja hier unsere Bronzepfeile fertig, die holen wir jetzt auch gleich mal raus. Dann müssen wir hier nochmal schauen, die Kohle war fertig. Geben wir natürlich auch gleich wieder was in Auftrag, ist ja klar. Und vielleicht sollten wir dann auch mal wieder glühende Asche machen, weil das wird jetzt hier auch langsam knapp. Das löst dann auch gleichzeitig langsam aber sicher unser Inventarproblem. Aber läuft hier soweit alles? Dann warten wir jetzt noch einmal, bis der Kaffee fertig ist. Und wenn die nächste Fuhre wächst, müssen wir mal gucken. Wir haben hier eh noch Sonnenblumen ohne Ende. Das sollte eigentlich reichen. Dass wir genügend Butter benannt haben, das natürlich noch nicht reicht. Habe ich ja vorhin gerade angesprochen, sollte ich mich vielleicht dann auch dran halten, sind die Eier. Davon braucht man nämlich 80 und wir haben momentan gerade mal 18. Da werden wir also noch durchaus eine Weile beschäftigt sein. So, wie schaut es aus bei den Kaffeebohnen? 100, 200, 39. Da behaupte ich jetzt mal, reicht es, wenn wir hier einfach nochmal eine Runde die kleinen Felder machen. Dann schwenken wir in den großen gleich schon mal wieder um zum Weizen. Unsere nächste Ladung Eier ist fertig. Wir füttern neu an und dann machen wir uns mal eben schnell auf. Gleich mal nach dem Honig schauen. Und dann können wir uns hier mal nochmal kümmern um Sonnenblumensamen für unsere Butterproduktion. Ich denke, dass das locker reicht. Dass wir das hier soweit voll kriegen. 134 schon.
schade, dass wir die nicht selber anbauen können. Aber gut. 205. Aus 15 wird ein Butter. 150 sind 10. Okay, 50 Butter brauche ich. 55. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube fast, dass das schon lang, ich weiß es nicht genau, wie viel wir in Auftrag gegeben haben, wie viel wir noch haben. Aber egal. Ich denke, soweit reicht's. Dann gehen wir hier mal rein. Und gehen ernten. Kaffee haben wir dann 2,57, das reicht auf jeden Fall. Reicht dafür nicht mehr. Aber jetzt wohl wieder. So, damit ist das Wasser dann auch schon wieder alle. Ist das Wasser alle? Ja, wir haben auch hier nichts mehr. Jetzt packt er hier erst einmal die Bauern rein, die machen. Die braucht man fürs erste ja nicht. Was haben wir an Honig? Da müssen wir wirklich noch gut rankrutzen. Ich weiß nicht, ob wir es in einer Folge schaffen können. Nichts. Wir wollen diesmal jedenfalls nicht unvorbereitet. Den Run nochmal machen, weil ich will immer noch da oben rauf. Man muss gerade mal schauen. Ja, vielleicht können wir irgendwo hier dann noch mal so ein Portal hinstellen. Müssen wir mal gucken, weiß ich noch nicht genau. Aber wie gesagt, nächstes Mal gehen wir besser ausgerüstet an die Sache ran. Und dann klappt es hoffentlich auch mit unserem Portal da oben und dann sieht alles schon wieder ganz anders aus. Und darum nehme ich das auch jetzt in Kauf, dass das hier vielleicht ein bisschen länger dauert mit Andauern und Ernten. Da zwischendrin vielleicht der eine oder andere abschaltet. Aber wie gesagt, das nehme ich jetzt mal in Kauf. Ich habe ja ganz am Anfang mal eine Umfrage gestartet, ob wir das Grinden drin lassen sollen oder ob wir es im Off machen sollen. Und da hieß es mehrheitlich drin lassen. Und deswegen fangen wir jetzt hier nicht damit an den Folgen rumzuschnibbeln.
gehört halt auch dazu. Ohne geht nicht, wenn man sich so ein gewisses Minimum an Zeug einfach zulegen will. Deswegen, wie gesagt, Schwachstelle wird sein, oder beziehungsweise Engpass. Eier, Wasser und Honig. Da können wir einfach nicht viel dazu tun. Und Honig brauchen wir ziemlich viel, solange wir keinen Zucker haben. Aber nachdem ich, weiß ich gar nicht, ich glaube Zuckerrohr und noch irgendwas. Ah, da ist eh schon der Butter fertig. Können wir mal schnell schauen. Ein Rohrstock oder Bambus habe ich leider noch nicht gefunden. Keine Ahnung. So, jetzt habe ich 36 Butter, 50 brauche ich. Also müssen wir noch 14 machen. Das reicht hier erst einmal. Das Mehl ist leider noch nicht so weit. Dann schauen wir mal, ob es zum Anbauen reicht. Wahrscheinlich nicht, weil die großen Felder doch ordentlich Wasser verlempern. Ja. Genau genommen alles, was wir gerade noch so übrig haben. Die Frage ist, macht es Sinn, bauen wir noch einen dritten Brunnen? Und können wir uns das überhaupt leisten? Meistens könnte man sonst sogar. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wir brauchen 30 Bretter. Wir haben. Wo war es? 8. Macht vielleicht tatsächlich Sinn, wenn wir uns noch einen dritten hier hinstellen. Weil wir hier beim Wasser ganz offensichtlich auch immer wieder einen Engpass haben. Und wir wollen das Warten ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Deswegen wird es vielleicht sogar Sinn machen. So, jetzt gehen wir mal schnell schauen, was da an der Eierfront passiert. Thank you.
die beiden auf Volllinie stellen, müssten die ja theoretisch immer kommen. Wenn ich in der Nähe bin. Das wäre doch glatt den Versuch wert. So, dann haben wir unser Brett fertig. Dann würde ich sagen, wir stellen uns hier noch am Brunnen hin. Und zwar gleich noch daneben. Ich will jetzt aber schnell warten, bis das Mehl hier erstmal fertig ist. 20 und 39, das sind 59. Dann haben wir 48 haben wir schon. 98, 107. 107, dann brauchen wir noch rund 50 Mehl und 50 mal 3 sind 150 Weizen. Okay, das heißt, wir bauen noch eine Runde Weizen an. Dann reicht es auf jeden Fall, würde ich jetzt mal behaupten. Genau so machen wir das. Da haben wir noch einen Palmwedel, wo auch immer der her ist. Den schmeißen wir jetzt einfach mal da hinten zu den anderen. Aufräumen muss dann doch sein. Und habe ich eigentlich. Ja, die Kohle haben wir schon wieder in Auftrag gegeben. Den Honig können wir rausholen. Sieht soweit doch alles gar nicht so schlecht aus. Alles läuft, alles wächst und gedeiht. Ja, hier können wir noch kurz die Zähne rausnehmen. Dann geben wir da nochmal Asche in Auftrag, weil das ist irgendwie. Beziehungsweise die Vorräte haben gelitten oder ein paar Mal zu oft gestorben. Ich weiß es nicht. Gerade mal schnell in die Kupfer bauen. Egal. Basten wir uns erst einmal hier. So, wie schaut's aus? Das hier wird alles noch eine ganze Weile dauern. Bei der Butter schaut es schon besser aus.
schaue ich noch mal zum Honig. Dann schaue ich noch nach den Eiern. Fertig. Können wir uns abholen. Das Wasser können wir auch gleich mitnehmen. Brauchen wir dann auch eine ganze Menge. Wenn wir den ganzen Zeug hier herstellen werden. Ja, Butter und Mehl, da werden wir noch eine Weile warten müssen. Honig gehört nochmal auf, was wir haben. Ja, und dann heißt es erstmal wieder warten. Ich hole mir nochmal die Eier. Und würde sagen, wir machen dann an der Stelle jetzt erstmal wieder ein kleines Päuschen. Ich sage wie immer danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wo wir dann hoffentlich zumindest in die erste Produktion einsteigen können. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ja, bis dann. Ciao, ciao.